Hallo und herzlich willkommen zum Magazin von Oberlausitz TV. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sind für diese Sendung zu Gast im Museum in Bautzen. Das hat einen guten Grund und Sie haben bestimmt davon schon gehört. Das Museum Bautzen feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Jubiläum. Grund für uns, uns mit dem Chef des Hauses zum Interview zu vereinbaren. Doch bevor es soweit ist, gibt es ganz traditionell unseren Nachrichtenüberblick. In diesen Tagen gab Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer vor der Kulisse des Blauen Wunders am Elbufer in Dresden den offiziellen und bundesweiten Startschuss für die Aktion mit dem Rad zur Arbeit. Gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, kurz ADFC, will die AOK möglichst viele Berufstätige dazu motivieren, sich für den Arbeitsweg in den Sattel zu schwingen. Mit dem Rad zur Arbeit ist im Jahr 2001 mit 828 Teilnehmern im bayerischen Günzburg an den Start gegangen. Daraus hat sich die langlebigste und größte Alltagsradfahraktion in Deutschland entwickelt. Ist es wirklich gut, wenn Menschen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren? Die sind nämlich weniger krank, die sind fitter, das ist für die AOK gut. Und für unsere Städte und damit auch für den ADFC ist es gut, wenn der Autoverkehr entlastet wird, immer mehr Menschen aufs Fahrrad umsteigen für die kurzen Wege. Ziel der Gemeinschaftsaktion ist es, zwischen Anfang Mai und Ende August an mindestens 20 Tagen mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Und dabei kann man attraktive Preise gewinnen, die von Sponsoren bereitgestellt werden. Gut zu wissen, der jährlich durchgeführte Fahrradklassiker steht für alle offen. Es ist auch nicht nur eine Aktion der AOK. Also wir unterstützen das übrigens nicht finanziell, sondern indem wir einfach die Aktion unterstützen, dass wir Veranstaltungen durchführen, dass wir mit unseren Partnern sprechen. Aber da sind wir schon beim Punkt, wenn wir mit wichtigen Arbeitgebern in der Region sprechen, dann wollen die natürlich das für ihre gesamte Belegschaft anbieten. Also egal, ob AOK versichert oder nicht, die Aktion ist für alle da. Die Teilnehmer der bundesweiten Auftaktveranstaltung gingen gleich mit gutem Beispiel voran. 7 Kilometer auf dem Elbradweg für Gesundheit und Umwelt. Übrigens, prominenter Schirmherr der Aktion ist auch in diesem Jahr ARD-Sportmoderator René Kindermann. Also das ist wirklich, man muss es wirklich sagen, diese Aktion hat mich zum Fahrradfahren zurückgebracht. Es gab so zwei zentrale Punkte. Der eine Punkt war, dass ich zu meinem runden Geburtstag von Marcel Kittel einen Fahrradhelm geschenkt bekommen habe. Und er hat gesagt, Junge, pass mal auf, jetzt haben wir miteinander schon so viel über Fahrradfahren gesprochen, jetzt machst du mal bitte selber was. Und zeitgleich kam sozusagen auch die Anfrage von der AOK Plus, ob ich mir vorstellen könnte, bei der Aktion mit dem Rad zur Arbeit mit dabei zu sein. Und dass diese beiden Ereignisse fielen sozusagen knapp nebeneinander. Und da habe ich gesagt, das ist ein Zeichen. Und die Aktion hat mich wirklich zurück aufs Fahrrad gebracht. Ich hatte gesundheitliche Probleme vorneweg, hatte schwere Rückenoperationen gehabt und hatte das Fahrrad durchaus abgemeldet in meinem Leben und habe mir dann gesagt, okay, dann gehört es jetzt dazu, dann ist das vielleicht auch ein Teil dessen, der Reha-Maßnahme und bin sehr glücklich darüber und fahre jetzt wieder viel, viel Fahrrad hier in Dresden an dem wunderschönen Elbradweg und auch mit den Kindern vor allen Dingen, gerade mal in die Schule oder in den Kindergarten, das funktioniert hervorragend. Mountainbike, Rennrad oder E-Bike? Ha, nichts dergleichen. Ich habe meinem Vater vor 10 Jahren ein Kettler-Alurad geschenkt. Mein Vater hat sich vor 5 Jahren dann ein E-Bike gekauft und ich habe das Kettler-Alurad mit einer 5-Gang-Narbenschaltung wieder geerbt und fahre mit dem sehr stolz und bin mit dem unterwegs. Nähere Informationen zur Aktion gibt es im Internet. Dort können sich Interessierte auch gleich zur Teilnahme registrieren. Das SEAT Autohaus Prochno in La Walde präsentiert Ihnen den Motorsport bei Oberlausitz TV. Am 1. Mai-Wochenende war das Bundesmann-Racing-Team zu Gast im südbrandenburgischen Ottrand. Beim zweiten Lauf zur deutschen Autocross-Meisterschaft konnte Henrik Bundesmann am Rennsamstag im Zeittraining einen hervorragenden 2. Platz belegen. Der erste Vorlauf begann spektakulär. Nach einem Startgerangel findet sich Bundesmann kurz vor der Einfahrt in die sogenannte Hölle von Ottrand auf dem Dach des Konkurrenten Rüdiger Opitz wieder. Daraufhin wird das Rennen abgebrochen, Neustart und ein ganz souveräner Start-Ziel-Sieg. Auch den 2. und 3. Vorlauf kann der Oberlausitzer für sich entscheiden. Den Startplatz im Finale darf Henrik dank des Sieges in der Vorlaufwertung wählen. Neben ihm starten Schlöffel und Richter auf den Plätzen 2 und 3. Den kurzen Ritt bis zur Einfahrt in die Hölle
kann Henrik Knappforsch-Löffel für sich entscheiden. Und nachdem der wegen technischen Problemen den Rest des Feldes in der ersten Runde aufhält, hat der Oberlausitzer schnell einen komfortablen Vorsprung. Diesen bringt Bundesmann ungefährdet ins Ziel und darf mit seinem Team den ersten Saisonerfolg und ein 30-Punkte-Wochenende feiern. Am letzten Maiwochenende findet dann der dritte Lauf zur deutschen Autocross-Meisterschaft im sächsischen Dauban statt. Der Motorsport bei Oberlausitz TV mit freundlicher Unterstützung vom Seat Autohaus Prochnow in Lawalde. Mein Name ist Ulrike Hilscher, ich bin 66 Jahre alt, ich bin verheiratet, wir haben 3 Kinder und 6 Enkelkinder. Durch die Hochzeit kam ich von Freiberg nach Hirschfelde. Vor ca. 20 Jahren stieß ich bei einem Abendsportfest auf einen Kreis gleichgesinnter und sportbegeisterter Leichtathleten, die mich überzeugten, dass ich da weiterhin Sport treiben soll. Mit etwas Trainingsfleiß habe ich es inzwischen auf 94 deutsche Meistertitel, 2 EM und 11 Weltmeistertitel gebracht. Mein persönliches Highlight waren 2012 die Europameisterschaften der Senioren im Dreiländereck mit mehr als 4000 Teilnehmern. Zu vielen habe ich ein gutes Verhältnis. Wenn wir uns bei Sportevents in aller Welt treffen und die Europameisterschaften in Zittau immer noch Gesprächsstoff und viele schwärmen noch von dieser gelungenen Veranstaltung und wünschen sich wieder so eine große Veranstaltung. Das wäre ein guter Gedanke und ein Höhepunkt für unsere Region hier im Dreiländereck. Darum schlägt mein Herz für die Kulturhauptstadtbewerbung 2025. Ein Haus voller Schätze und Geschichte, vieles entdecken, Gutes erkennen. Wir sind zu Gast im Museum in Bautzen. Beim Geburtstagskind 150 Jahre werden in diesem Jahr gefeiert. Bei mir ist Dr. Jürgen Vollbrecht. Schönen guten Tag, hallo. Schönen guten Tag. Wie lief denn so der Start ins Jubiläumsjahr? Ja, der lief sehr erfolgreich. Wir haben 2 Ausstellungen schon hinter uns gebracht, die wir als Sonderausstellung in dem Rahmen dieses Projektes 150 Jahre Museum Bautzen in unserem Jubiläumsjahr dann nach Ostern am 28.04. beendet haben. Das war einmal eine große Gemäldeausstellung mit Gemälden, die Stadtansichten von Dresden und Meißen und andere Ansichten aus Bautzen gezeigt haben. Die haben viele, viele tausend Besucher besucht. Es interessiert die Leute sehr, was Maler im 19. und im frühen 20. Jahrhundert dort gemalt haben, und wir haben ebenso beendet eine Ausstellung mit Fotografien von Bertha Zillesen. Das ist die erste Bautzener Fotografin gewesen. Anfang des 20. Jahrhunderts war sie hier tätig, und wir haben von ihr zahlreiche Fotografien in einer kleineren Ausstellung gezeigt. Das hat natürlich auch sehr viele Leute hier in Bautzen interessiert. Schauen wir ein Stück in die Zukunft. Am 19. Mai gibt es den Internationalen Museumstag. Was hat das Haus denn vorbereitet? Ja, der Internationale Museumstag hat in diesem Jahr das Motto Museen, Zukunft lebendiger Traditionen. Wir wollen den in zweierlei Richtungen angehen. Einmal wollen wir uns befassen mit in einer Führung, die die Kollegin Rehor durchführen wird, 13 Uhr an diesem Tag, an dem bei uns Eintritt frei ist, wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema denkmalpflegerische Aspekte der Sanierung des Museums vor einigen Jahren. Das ist ja so, dass dieses über 100 Jahre alte Gebäude unter Denkmalschutz steht und natürlich bei der Sanierung, die ja vor einigen Jahren so erfolgreich abgeschlossen worden ist, da eine ganze Reihe von Aspekten einfach zu berücksichtigen waren. Und dann wollen wir auch uns auf der anderen Seite,
Da werde ich 2 Führungen anbieten um 11 und um 15 Uhr mit der Frage befassen, wie digital ist eigentlich das Museum Bautzen heute und diese Digitalisierung, die berührt ja unsere Museumsarbeit in verschiedenen Richtungen und davon wollen wir uns in diesen Führungen vor allen Dingen mit den Aspekten beschäftigen, die eben die Ausstellung berühren. Wie digital ist denn das Museum Bautzen? Naja, also wenn wir mal versuchen, das in ein paar Arbeitsfeldern zusammenzufassen, diesen Aspekt Digitalisierung in der Museumsarbeit, dann fallen ja zunächst mal, sagen wir mal, 3 Bereiche deutlich auf. Der eine Bereich, in dem sind wir sehr wenig unterwegs, das ist ein Bereich, der sich mit, sagen wir mal, mit einem elektronischen, digitalen Führer durch das Museum befasst, den man über eine App sich downloaden kann. Sowas ist bei uns im Augenblick überhaupt nicht Thema, können wir jetzt gar nicht anbieten zurzeit. Wir wollen vielleicht uns da in Zukunft mit befassen, aber wir haben eben so ein gemischtes Publikum und sprechen ja nicht nur junge Leute an, die kann man damit ansprechen, können wir auch mit anderen Dingen tun. Und andere Leute haben da schon eher noch nicht so einen großen Zugang zu diesem Feld. Spielt aber schon eine Rolle natürlich in dieser ganzen Frage rund dieses Schlagwort der Partizipation im Museum. Und unter dieses Schlagwort Partizipation fällt natürlich auch ein anderer Aspekt unserer Arbeit mit digitalen Anwendungen. So ein Museum ist ja jetzt nicht nur ein Ausstellungshaus. Es ist ja vor allen Dingen ein Ort, an dem eine große Sammlung bewahrt wird. Hier bei uns in Bautzen sind es ja mehrere hunderttausend Objekte, die wir in unserer Sammlung bewahren. Und die zentrale Arbeit, die wir tun, ist ja uns in dieser Sammlung bewegen. Und die muss eben auch inventarisiert werden. Und diese Inventarisierung, da sind wir im Augenblick bei, die mit Hochdruck umzurüsten auf eine Datenbank, die wir dann im Internet auch abbilden können, sodass also jeder teilhaben kann an dem, was wir in der Sammlung haben. Und sozusagen sich einen Überblick verschaffen kann, um bei Interessen gegebenenfalls eben auch einfach zu sagen, ich will mal reinschauen. Wir sind ja ein offenes Haus, weltoffen. Wir können ja jedem jederzeit, wenn er Interesse hat, Dinge zeigen aus der Sammlung auch. Das ist ein wichtiger Schritt. Das ist ein Kraftakt für uns. Das sind dann doch ein kleines Team und werden stückweise und jetzt in unserem Jubiläumsjahr, in diesem Jahr, die ersten Abschnitte, wenn das stückweise einfach veröffentlichen im Internet. Auf unserer Homepage wird man dann Zugang haben. Der dritte Aspekt ist eben das, was in der Ausstellung passiert. Da haben wir seit 2009 eigentlich eine ganze Reihe von so multimedialen Stationen, ne? Stationen, wo auf Computern Inhalte eingestellt sind, die man abrufen kann, entweder als Hörstationen oder als audiovisuelle Stationen, mal mit Ton, mal ohne Ton. Dazu kommen solche Wissensstationen, wo jede Menge Wissen versammelt ist, wo man Stunden zubringen kann. Warum machen wir das? Es sind ja keine Exponate, die wir dort abbilden, die zeigen wir ja im Original und das soll ja auch so bleiben. Wir wollen ja kein digitales Museum sein, sondern wir leben ja in unserer Ausstellung davon, dass wir den Charme der Originale haben, die Aura der Originale. Es ist was anderes, als sich ein Bild anzuschauen von einem Gegenstand, als den Gegenstand selbst und das Original selbst. Das ist eine ganz andere Wirkung, die das Ganze auf uns hat. Und da setzen wir natürlich, weil wir die Objekte eben auch haben, auf die Originalität. Aber diese Multimedia-Stationen, die können ja die Horizonte erweitern. Die stellen diese Objekte, diese Originale in einen Kontext. Herr Dr. Vollbrecht, 19. Mai, Internationaler Museumstag. Ich bedanke mich für die Informationen. Übrigens, zum Jubiläumsjahr gibt es auch einen Live-Blog. Das heißt, Videos, Fotos, Social Media unter www.museum-bautzen.de. Boxen der Extraklasse. Die Fight Night des Jahres. Präsentiert von Boxpromoter Peter Pelk und Radio BSW. 25. Mai, Sporthalle Schleife. Boxen der Extraklasse. Es fighten Dominik Hosel, Tino Fröhlich,
David Hagen und weitere hochkarätige Titelkämpfer. Noch heute Tickets sichern für das Mega-Event in der Kampfsportschule Pelk an der AGIP Service Station und an der Esso-Tankstelle in Weißwasser. Entscheiden ist einfach, weil die Sparkasse verantwortungsvoll mit einem Kredit helfen kann. Aktuell gibt es den Sparkassen-Privatkredit bei der Kreissparkasse Bautzen mit besonders günstigen Konditionen. Alles neu macht der Mai, und wenn Sie dann doch mal Hilfe brauchen, Malerfachhandel Neugersdorf. Farben, Tapeten und Bodenbelege, Qualität, Beratung und Service. Coole Ideen für sonnige Tage mit Sonnenschutzlösungen von Ihrem Premium-Partner für Wohngestaltung in Löbau. Mit Rollos, Flächenvorhängen oder Plissés ermöglichen Sie sich nicht nur funktionellen Sonnenschutz, sondern auch attraktive Fensterdekorationen. Lassen Sie sich inspirieren bei A. Jene und Sohn in Löbau, Neumarkt 2. Schlackhosenalarm auf der Ottenburg. Vom 20. Juni bis 28. Juli rockt am kürzeren Ende der Sonnenallee den Bautzener Theatersommer. Die Komödie spielt in den 1970er Jahren im Osten Berlins. Es geht um Selbstbehauptung, Liebe, Freundschaft und Verrat. Theater für alle mit jeder Menge Live-Musik. Sie sind in einem Alter, in dem Ihnen das Gehen oder Treppensteigen schwerfällt? Dann wenden Sie sich an die Profis von Bernd Mobilitätsprodukte und seien Sie mobil, wann immer Sie wollen. Weitere Infos unter www.mobilitätneuerleben.de. Gönnen Sie sich mehr Freiheit und Sicherheit im Alltag mit Bernd Mobilitätsprodukte. Mit der Sparkassenbaufinanzierung habe ich als Bauherr von Anfang an die richtige Entscheidung getroffen. Mein Baufinanzierungsberater hat sich richtig für mich ins Zeug gelegt. So stelle ich mir als Bauherr eine faire Zusammenarbeit mit der Bank meines Vertrauens vor. Perfekte Beratung nicht nur in der Filiale, sondern auch direkt vor Ort. Das individuelle Finanzierungskonzept der Sparkasse gibt unserer Familie Sicherheit beim Bauen und Wohnen. Alles aus einer Hand. Mit den Lösungen des Sparkassen Immobilienservice sind wir voll zufrieden. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Bereit. Bereit für die Zukunft. Bereit für mehr. Bereit für Internet in Turbospeed. Surfen mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Monatlich ab 20 Euro. Jetzt buchen auf pure.com.
Mein Name ist Sven Rössel, ich bin Leiter der Kreismusikschule Dreiländereck, 37 Jahre alt und Kontrabassist. Ich bin ein klassischer Zurückkehrer, ich bin viel unterwegs gewesen in der Region und jetzt hier für die Kreismusikschule zuständig. Und gerade in Zittau haben wir ein wunderbares barockes Gebäude, in dem wir zusammen mit den Lehrkräften den Schülern eine wunderbare Möglichkeit geben, das musikalische Handwerk zu erlernen. Die Kulturhauptstadtbewerbung der Stadt Zittau und der Region unterstützen wir sehr gern, weil nämlich die Musik einerseits ein perfektes Medium ist und auch im Dreiländereck die Möglichkeiten so wunderbar sind, über die Grenzen zu gehen und voneinander zu lernen. Unsere polnischen und tschechischen Nachbarn bieten uns da eine Menge an und auch wir haben eine Menge zu bieten. Internationalität gehört für uns täglich dazu. Das ist unter den Lehrkräften eine Selbstverständlichkeit. Und auch Beethoven hat schon gesagt, oh Freunde, nicht diese Töne, sondern lasst uns friedvollere anstimmen. Und in der Ode an die Freude, die ich jetzt auch gespielt habe, ist auch perfekt für Kontrabassisten, lässt sich dieses Thema, dieses Motto wunderbar in die Zukunft projizieren, auch wenn das schon ein älteres Stück ist. Darum schlägt mein Herz für die Kulturhauptstadtbewerbung Zittau 2025. Das war das Magazin von Oberlausitz TV. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Wir waren zu Gast im Museum Bautz und haben noch einen wichtigen Terminhinweis für Sie. Am 15. Juni diesen Jahres sind es 19 Anbieter aus der Stadt Bautzen, die mit kulturellen Angeboten zur langen Nacht der Kultur einladen. Und am gleichen Wochenende ist wieder der Kunstbus in der Oberlausitz unterwegs und wie schon im vergangenen Jahr gelten die Tickets für beide Veranstaltungen. Also schon mal vormerken, 15. und 16. Juni, lange Nacht der Kultur und der Kunstbus ist in der Oberlausitz unterwegs. Ich darf mich an dieser Stelle bei Ihnen verabschieden im Namen des gesamten Teams. Ein paar schöne Tage im Mai. Machen Sie es gut. Ciao.